Hallo, liebe Internetfreunde. Wir sind am Verteidigen unseres Hauses durch eine Schreierhorde, die immer noch da ist. Ich glaube es ja nicht. Und ums Wir Leben. Haben einen Spider im Haus. Ums Leben kämpfen. Nur ein. Verlehen. Grüß euch. Gussman. Ja, moin. Und Nordisch D. Ja, Judentag, bisschen laut hier. Okay, ist down. Ich gehe jetzt mal raus. Und guck. Achtung, hinter dir. Kurz mal. Ich geh auch mal raus. Der große Vorteil ist jetzt einfach, dass ich. Ja. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja. Raus aus unserem Beet, du Eimer. Nicht auf mich schießen, ne? Kein Kreuzfeuer machen. Ja, ich habe auf ihn geschossen, damit er sich auf mich fixiert und nicht auf dich zuläuft. Nee, den habe ich, such den anderen, den habe ich im Griff. Der braucht nur einfach unglaublich viel. Ah, irgendwann stirbst du. Okay. Hier kommt ein Spider auch, ne? Geh aus dem Menü! Sagt jetzt nicht, ich hätte es nicht gesagt. Ich bin nicht mehr am Haus. Ich versuche hier sozusagen. Ah, okay. Schade. Deswegen. So, ich versuche jetzt den Kram im Haus mal zu clearen. Ich habe nur noch ein Baumschiff. Ja, ich habe jetzt hier noch ein paar Pfeile, die kann ich abgeben. Ah, der Spider ist jetzt auf mich scharf. Gerade am Craften hier. Warte. Oh, da kommt noch eine Schreierkiste. Ah, verdammt. Ich hab hier drei Leute, ich kann nicht hoch, ich kann nicht weg, also. Ist. Ja, wir arbeiten doch schon an der Lösung. Wo ist die Schreierin? Die muss als erstes weg. Die ist weg. Hier mitten auf der Straße. Wo? Ah, die trefft die doch hundertprozentig. Wo ist die? Ich sehe sie nicht. Hab sie gerade. Ist weg. Okay, also stinknormale Holzknüppel. Die muss es richten. Okay, hier ist auch keine drin. So, kommt mit, Jungs. Na, wen haben wir denn da? Oh, was ist denn? Was hat mir denn jetzt den Knochen gebrochen? Alles klar, der ist. Oh, es gibt's doch nicht. Also bei mir gibt's Pfeile, ich habe 120 Stück gecraftet. Okay. Oh. Ein Kopf weniger. Ich hab ein gebrochenes Bein. Ihr Schweine. Hier ist noch ein Spider auf der Straße. Achso, hab ich schon gesehen. Mhm. Scheiß Kriecher, echt. Und das Schlimmste ist. Was? Wer bist du denn? Hey! Das gibt's doch nicht! Ah, jetzt gehen die Schüsse auch schon durch den Kopf. Ah, weißt du, nicht nur die Pfeile glitschen durch. Aua! Das habe ich ja echt am liebsten. Tja, tja. Und wieder welche. Ja, zumindest keine Schreier.
Ach, kannst das glauben? Na, ach, jetzt nimmt er meinen Rucksack nicht an, also alle, weil... Okay. Na, also. Wo kommt die denn her? Vorbeigeschlagen. Shit. Und wahrscheinlich mein Krempel auch weg. Da unten habe ich einen Rucksack gesehen. Da muss nichts weg sein. Den meine ich nicht. Da war nichts drin. Ich hatte ja nichts. Mhm. Aber ich hatte hier Federn gesammelt und Holz gesammelt und Stein gesammelt. Und den kriege ich nicht mehr angezeigt. Wenn noch da ist. Das ist ein schönes neues Feature. Was denn? Nichts mehr anzeigen? Nee, dass du dann das gesammelte Zeug das wegschmeißt. Vor allen Dingen so schnell. Das finde ich echt eine gelungene Neuerung. Hier sehe ich noch einen neuen Rucksack. Ja, muss man es wahrscheinlich. Nimm einfach mit. Ja, ist eh nichts drin. Doch, ein bisschen trinken und ein Bauernschiff und Schinken und Eier. Ach ja. Siehste? Das ist so. Hätten wir jetzt was zu essen. Oh, die Leiter hat's gerippt. Wieder mal. So, diesmal baue ich den Boden aus, damit sie hier nicht spawnen können. Das ist nämlich hier unser Gebiet. Ja, so sieht das aus. Sind von draußen gekommen. Nicht spaßig. Alter, haben die hier gewütet. Ja. Wir brauchen Spikes zur Verteidigung, wir brauchen Holz. Schnitzel, mach's gut. Ja, gib's mir. Lange nicht gestorben. Mann, das ist aber Ressourcenknappheit hier. Ja. Heftig. Heftig. Ist mal eine Herausforderung. Ja, ist auch noch. Auf jeden Fall erstmal Holz. Ach, da steht da hinten der nächste auf. Geh ich gar nicht erst hin. Ich spawn aber auch alle Naslange, wo irgendwelche Zombies. Schwierig. Ei, komm schon. Der Vorteil ist, der graue Boden macht dann nicht mehr so, also wenn er aufgewertet ist, ist es auch nicht mehr so dunkel hier in dem Scheißladen. Danke, Schnitzel. Kein Holz mehr, okay.
Oh, ja, gib's mir! Ach, ja. Okay, wir haben hier einen großen Bunker. Das ist ja echt geil. Hast du denn jetzt gefunden? Denn? Ja, der ist gar nicht mal so weit weg von unserem Haus. Ja, ich weiß. Ich hatte ihn ja deswegen ja auch markiert. Ah gut, den hatte ich noch nicht geteilt, stimmt. Ja. Dann kannst du das auch nicht wissen, natürlich. Nee, ich mach das jetzt mal. Habe ich jetzt mal geteilt. Ich bin mir nicht sicher, ob das keinen Unterschied macht, was du verfeuerst. Aber ich muss sagen, wir hatten jetzt unglaublich schnell Schreier bekommen, obwohl man gar nicht so viel gefeuert hat. Ja, wir sollten vielleicht dann doch wieder zu bewährten, langbrennigen Holzblöcken übergehen. Ja, es macht ja keinen Unterschied, ja. Also verschwendest ja nichts dadurch. Richtig. Also ich bin auch der Meinung, das hat noch was damit zu tun. Kann mir einer sagen, was er will. Das ging unglaublich schnell. Ja, das ging jetzt so schnell, dass wir da zwei Schreier hatten. Nee. Ja. Lass uns lieber das altbewährte Brennholz nehmen. Genau. Dann sind wir nachher auch etwas gefeit vor Überraschung. Jawohl. Hast du die Forge wieder angeworfen? Oder noch nicht? Noch nicht, ich habe erst mal Ressourcen geholt. Kannst du vorne, haben sie bei der Front, haben sie den Eingang wieder aufgekloppt. Da okay, müssen wir wieder Cobblestones reinsetzen, glaube ich. Ja, es fehlen momentan an kleinen Steinen für die Cobblestones. Ah, okay. Ja, haben wir schon eine Pickaxe herstellen können? Mit Forged Iron? Ich glaube, so weit kamen wir nicht. Hier ist aber nix. Erstmal ein demütigender Anfang, oder? Oh ja. Muss sagen. Weg von der Sicherheit. Rein ins Abenteuer. Nailgun Schematik. Ja, geil, läuft doch. Oh, dreimal gelernt. Ein Hirschi. Sollte ich mir den Hirschi jagen? Ja, komm. Ja, wollen wir das? Ja, ah, Braun. Sein Fleisch und seine Haut. Und sein Fett. Na, ich sehe auch noch zwei Rehe, die mache ich platt. Blattschuss. Heute Abend gibt's Wild. Ich bring's mit. Lecker. Lecker, lecker. Schön Rehrücken. Yam, yam. Ich denke, wir... Nochmal bei den Ressourcensteinen mal gucken, vielleicht. Ah, Bambusch was mit. So. Ich bin schon wieder auf dem Rückweg zu unserem Haus. Ich habe ja das Wild dabei. Ich stink wie Sau. Das will ich mal ein bisschen loswerden. Ich eh.
Nicht, dass der Chat wieder sagt, hier, geh nicht mal wasche, du stinkst. Nee, ich hab's frisch Fleisch dabei, Freunde. Ja. Ah ja. Mann. Karatuka, danke für dein Follow. Dankeschön. So, das muss noch weg. Die Bohne werfe ich hier drüben raus. Bam. Und die blöde Fackel wollte ich da unten noch aufhängen. Haben wir nicht noch Munition gehabt? Oh, da kommen die nächsten Nasenbären. Oh Mann. Nope. Oh, hier ist sie. Okay, ich brauche Steine, 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 ne? Ich habe 204 Steine, wenn dir das hilft. Schon mal anfangen. Da könnte ich dir locker 150, 180 geben. Erstmal mache ich die ganzen Spawn-Punkte zunichte für unsere kleinen stinkenden Freunde. Oh, jetzt kommen sie natürlich alle hierher, die kleinen Pisser. Ach, fuck. Too much. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh, wie viel sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Was? Wo hat denn das jetzt hingehauen? Wo hat denn die Fackel hin? Oh, leck mich am Arsch. Was macht denn der hier für eine Scheiße? Wo ist die Fackel hin? Ah. Im Moment ist das Spiel nicht gut zu uns, muss man sagen. Ja? Nee, das nee, war schon einfacher. Wird schon anspruchsvoll, muss ich gerade sagen. Aber muss ja auch sein. Man kann ja nicht immer nur die leichteste Einstellung machen. Schon richtig so. Ja. Das ist, dieser Stream ist sozusagen der, also die Teile, die hier gedreht wurden. Das ist jetzt der offizielle Anfang der Überlebenden. Richtig so, Frank. Anfang und Ende. So einfach geht das hier nicht. Haben wir schon angefangen? Wir zecken uns fest. Wir haben uns jetzt auf der Map festgezeckt und jetzt bleiben wir hier. Also ganz überzeugt bin ich von dem Areal hier noch nicht. Also. Ja, auch nicht so richtig, weil wir haben gerade die Basismaterialien so ein bisschen... Ja. Könnten ein bisschen häufiger sein. Das sehe ich auch so. Ja, wenn wir Bäume angepflanzt haben, geht's. Und Steine, das geht schon. Na. Also sobald Gussmann eine Pickaxe in die Hand drückst, ja, und er Moria eröffnet, ist doch alles schon wieder gelaufen. Hm. Oh, nee, das kann ich nicht hier lassen, das kann ich nicht hier lassen. Oh, scheiße, was schmeiße ich dafür weg? Baumsaat mich weg. Ah, ich habe nämlich gerade einen Teil gefunden für den Nailgun, das muss ich mitnehmen. Cool. Das muss ich mitnehmen, das kann ich nicht. Ich hatte jetzt warte mal, ich habe was für dich. Verlehn? Das ist nicht geil. Ich werf dir was auf den Boden. Steine. Danke. Was hast du, was, Gussmann, was war das? Ich hatte beinahe 20 Federn, ist das nicht geil? Ja. 21 Federn. Nee, beinahe 20. Ach, beinahe 20. Ich hätte mir beinahe ein paar Pfeile machen können. Ja, wir wollen es ja nicht übertreiben. Also ich habe zwei. Nicht, dass du nachher noch um dich schießt mit Pfeilen. Nicht, dass wir uns nachher noch wehren können, das geht ja nicht.
Deswegen sammle ich ja die ganze Zeit auch Steine, damit ich wenigstens mal ein paar Dinger craften kann. Ein paar Pfeile. Damit es vielleicht nochmal für alle reicht. Aber es ist hier immer schwierig, wenn hier immer 1000 Zombies noch kommen. Na gut, ich habe auch noch Fleisch dabei, das sollte vielleicht auch nochmal loswerden. Oh ja, das wäre ja hier oben auch schön bei uns. Ich finde dann ja auch immer noch ein Tier und dann muss das natürlich nochmal mit. Ja, hast du recht. Wobei ich das ein oder andere Tier auch schon habe liegen lassen müssen wegen der Zombies. Das ist auch immer so nervig. Ich höre die Forge läuft. Ja, oben, ich mache Forged Iron. Ja. Wie sieht das aus? Kannst du in der Frontseite die Tür wieder, also die Wand wieder einsetzen? Ja. Das wäre super. Ich habe den Boden jetzt mal komplett aufgewertet. Das heißt, der Spawnpunkt für unsere Freunde ist hiermit vernichtet. Hoffen wir mal. Ja, das ist so. Sehr gut. Ja, sie waren ja sowieso nicht im Gebäude gespawnt. Doch. Die sind auch im Gebäude gespawnt, das hatte ich schon erlebt. Dem setzen wir jetzt einen Riegel vor. Also die mich rumgebracht haben, die kamen von außen. Ja, die haben ja mehr als nur eine Möglichkeit, aber ich will halt nicht hinter meinem Rücken was gespawnt bekommen. Das finde ich halt schon ein bisschen ätzend. Ja. Das ist scheiße. Scheiße! Aquaman ist scheiße! So, das sieht gut aus. Cobblestone Frames. Dann ist das wieder voll hier. Verlehen? Ja. Hast du Cobblestone Rocks dabei? Ja. Gut, ich habe nämlich 13 Frames, dann setze ich jetzt gerade sozusagen die Außenwand. Na gut. Ach, hier oben ist auch ein Stein. Danke dir. Was denn? Was eine kleine Änderung da bewirken kann, ist wirklich erstaunlich. Denn hier steckt man sogar ohne Steinachs drum. Weil ich einfach das Zeug dafür nicht habe. Okay. Naja. So arm sind wir hier. Ja. So, ich mache uns mal eine Spider-Abwehr. Ich will nicht noch mal von einem Spider auf dem Dach überrascht werden. Nö. Das muss nicht sein. So, den Einstein hier mache ich noch. Weil dann wird das zu monoton hier die ganze Folge nur Steine kloppen. Ja, wäre ein bisschen öd, ne? Da nützt ja nichts. Kommt ja dazu. Oh, Zombie. So, ich habe oben eine Hedge eingebaut, dass da sozusagen auch unsere Treppe sicher ist erstmal. Ach, jetzt habe ich die anderen wieder entdeckt. Na toll.
Pendelst du von einer Horde zur nächsten, oder was? Nee, ja. Nee, teilweise. Ja. Hat nämlich hier gerade wieder ein Zombie entdeckt, hat wieder die anderen Zombies gerufen. Oder? Ja, so muss es sein, oder? Hm. Ich höre nur das Schnaufen. Atemlos. Ja, atemlos durch die Nacht, das ist hier gefährlich in dem Spiel. Ja, atemlos durch die Küche. Was habt ihr jetzt hier vor? Da, aua! Ich bin ja am Renovieren. Du bist gemein. Da reingelaufen. Ja. Was machst du da eigentlich? Was tust du da? Wahrscheinlich einen besseren Frame einsetzen. Mhm. Ich kann in der Zwischenzeit immer ein paar Arrows wieder ansetzen. 268 Arrows kann ich da machen. Frank meint, ich soll Palane dazu überreden, dass er selber auch aufnimmt. Da habe ich mir schon den Mund fusselig geredet. Er hat jetzt wenigstens schon mal einen Livestream-Kanal gemacht. Also mein Chat will, dass du mal so ein bisschen... Okay, ne? Ich werd genötigt, ja. Ja, bitte. Man will dich. Hab ich das so richtig ausgedrückt? Man will dich. Oh, ja, der Zombie liegt auf meinem Mais. Auf meinem Mais. Das geht nicht. Auf dem Mais. Schaff den mal weg. Der gute Mais. Nachher schmeckt er so scheiße. Mag noch einer Mais? Nein, danke. Nein. Dann mit den Gammelfüßen immer da drüber laufen. Nachher sind 10. Wie gesagt, ich muss nochmal gucken mit dem OBS und 7 Days, weil jetzt hat es ein bisschen geruckelt. Ich habe es noch nicht flüssig hinbekommen in der Aufnahme. Ja, da kannst du dich in eine Gesellschaft von Hunderten von bis Tausenden von Leuten einreihen, die alle die gleichen Probleme haben. Wieso ist hier die Mauer schon wieder beschädigt? Dann wieder oder immer noch? Ich weiß nicht. Ich meine, ich jetzt eben... Na. Ich gehe mal davon. Ich sag einfach mal, sie waren nicht repariert. So. Die Alternative gefällt mir nämlich weniger. Das hieße, wir hätten jemand im Haus. Ja, okay. Also, okay, die Bude ist jetzt wieder rundherum mit Stein befestigt. Mhm. Nur zu sehen, dass er vielleicht nicht direkt wieder eingerissen wird. Schön, oder? Ja. Wenn wir mal gescheit Holz haben, können wir auch Spikes legen. Tada! 35 Punkte habe ich schon hier gesammelt. Na. Javala, was haben wir da? Ist das Ding schon wieder im Arsch? Rotiert. Im Moes. Boom, das hatte ich die Waffenparts. Borat. Und ja! Hast einen Hund getroffen? Ja. Wollen wir spielen? Nein! Mein Revier! Ach je. So, da ich ja das ganze Geld habe, jeder von euch kriegt jetzt Taschengeld. Also ein Goldstück. Also Palen hat auf YouTube sozusagen ein Eckchen eingerichtet, auf dem er dann einen Livestream, wenn er mal streamt, macht. Also beim Hardcore-Event. Ja. Beim Hardcore-Event hat er das gemacht. Das fand ich auch sehr geil. Auf jeden Fall, ja. 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 Jetzt wird gefragt, wie es heißt. Ach du, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Schande! Rotten.com. Ich guck grad mal. Echt?
Mann, ich laufe hier aber auch mal hin und her, du Scheiß. Oh, haben wir denn seinen Kanal? Ich muss gleich mal petzen. Ein Kleber da. Datenschutz! Nein, gibt's hier nicht. Die Leute wollen deinen Kanal haben. So, jetzt wird Copy and Paste. Alens Kanal, bitteschön. So. Oh, Reifen für jeden haben wir schon mal. Oh, schön. Nehme ich immer gern mal mit, weil das ist auch ganz billiges Eisen, was du ganz schnell kriegst. Das stimmt. So, da packen wir mal das Geld rein. Das rein. Scheiße. Die gute Kack. Ja. Oh, Kack. So, ich sag mal, wir haben jetzt gescheit Beet unten. Ja, das ist schon mal gut. Das habe ich schon gesehen. Beet ist schon mal Gold. Ganz Beet wichtig. Krass. Krasses Beet. Wow, 250 Pfeile liegen erstmal in der Munitionskiste. Mhm. Ich will nur noch eine Kiste finden. Da ist er sowieso schon wieder. Da liegt was drin, da liegt wieder irgendwas drin. Dafür haben wir ja die Nacht, dass man mal Kisten sortieren kann. Ja. Aber wenn die Kisten dann wieder umsortiert werden, dann. Mache ich mal hier mal die reine Klamottenkiste. Mal mitnehmen. Baukiste, das kann ich nicht. Kiste. Wild Panda. Oh yeah. This is a brutal horror game. Zombie Apocalypse, you know? Ja, das stimmt. Ah, oh, fuck. Ach, die Ranch ist nieder. Boah, ich sehe ja kaum noch was. Okay. Ich glaube, es wird Zeit, heimzukommen. Sag doch keiner ach, was! Wart. Ach, brauchen wir nicht. Und dran versuchen, eine Möglichkeit abzubauen, Sachen, die so Mechanical Parts geben, wie zum Beispiel so. Ja, bin da schon dran. Diese Schreibtisch, diese Drehstühle und so weiter. Jupp. Aber so, ich versuche mal die Notfall. Ordnung der Kisten zu erhalten. Was für eine Ordnung. Damit wir im Notfall praktisch eine Workbench hinkriegen, ja. Ja. Ich habe eine Batterie gefunden, die tue ich mal dazu. Und Sprit. Oh, geil. Und Öl. Nee, Öl nicht. Ah, Geld ist da unten, okay. Oh, Samantha, nee, Samantha ist wieder da. Ich will nicht. Ich will auch nicht. Haben wir Spikes unten? Nee, ne?
Nee. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wo habe ich denn jetzt wieder die Klamotten hingeweist? Müsste die so mal beschriften können. So, erstmal ein paar Pfeile. Kannst du doch, du kannst kleine, du kannst mit ein paar Nägeln kleine Beschriftung machen. Das weiß ich, aber ich meine die als solches. Achso. Die Kisten als solches beschriften. Also quasi direkt. Direkt. Du musst eine Aufgabe. Ich brauch keine Aufgabe mehr. Oh Mann. Nee, oder? Ich hab Angst. So. Ach, dieses Miststück. Gussmann ist gefressen worden. Will ich aber nicht. Nein. So, Stoff nehmen wir auch noch mal kurz. Oh, komm her, du Schlampe. So. Ist sie jetzt tot? Oder verarscht die mich? Die Antwort ist dich. Ja. Ich glaube, sie ist tot. Boah. Jetzt kommt natürlich die kleine Meute an. Oh, ich habe keine Pfeile. Na, was, wo? Auf der anderen Seite ist auch noch eine. Oh, leck. Wo ist sie denn? Momentan gar keine Waffen. Ich kann nichts machen. Also Pfeile hatte ich hingelegt. Oder, oder Bögen habt ihr Bögen noch? Nee, ich muss auch erst wieder einen machen. Ja, dann warte, dann lass mich ein. Craften. Boah. Also Materialien jetzt mal wieder zusammensammeln hier. Cementa ist down. Okay. Spider sind im Anmarsch. Natürlich. Na, haben wir noch Federn? Haben wir noch irgendwas? Nicht Glück. Irgendwer brennt. Gutsmann brennt. Wieso? Ich weiß nicht. Stimmt. Geil. Geil. It's not a bug, it's a feature. It's Ghost Rider. Neue Bögen sind in der Waffenkiste und neue Pfeile auch in der Munitionskiste. 250 Stück. Wir müssten eigentlich aber auch noch Federn haben. Eigentlich hatte ich da noch eben noch welche reingeschmissen. Oder nicht. Wo ist welche? Munitionskiste. Der Ausfüll ist. Die mittlere obere. Ich bin keine Pfeile mehr da. Vielleicht brauchst du sowieso keine. Ach ne, da sind wir. Dieser Drecksack! Ach, komm her! Da sind wir sogar. Dass die so hin und her zockeln müssen, ne? Ja. Oh Mann, mir geht auch das Trinken aus. Grundsmann, ich muss mich mal kurz an dir vorbeidrängeln, wenn es gehen würde. Duck dich mal. Oder so. Bleib doch mal stehen, dann kann ich euch abknallen. Ich repariere mal unten die Wände. Dass die hier nicht durchkommen. Ja. Wo sind sie denn? Da irgendwo ist doch was gesplittert. Oh, hier fehlt da schon eine Säule. Übel. Ja, ich weiß.
Ich verballer immer nur sinnlos Pfeile, das lasse ich lieber. Ja, das bringt nichts. Bringt überhaupt nichts. Überhaupt nichts. Ha. Einmal frei. Was denn? Nur so wenig. Ja, da würde ich sagen, dann machen wir die 20 doch nochmal voll. Na, ja, der ist natürlich genau bei deinem Rucksack. Wenn ich da jetzt schieße, machst du deinen Rucksack kaputt. Na und? Na und? Meinst du, da war irgendwas von Wert drin? Ja. Nee. Ich wollte noch sagen. Was ist laut hier, ey? Boah. Nein! Töte ihn! Der Sack ist schon wieder nach unten gegangen, ne? Ja. So anzupissen. Duck dich mal, Gunsven. Danke. Wieso stirbt der nicht? Echt, da kannst du so viel drauf schießen, wie du willst. So ein Eimer. Danke. Na. Wieder verputzt. Da unten liegen zwei Rucksäcke. Was? Warst du runtergegangen? Nee, das ist mir gefallen, beziehungsweise weil wir uns da behakt haben. Nee. Ach so. Das macht auf einmal Flutsch und nicht mehr unten. Okay. Ja, bei mir ist auf den Holzframes draufgelegen. Ja, wir müssen hier mal eine gescheite Umrandung machen. Da unten liegen schätzungsweise noch 40 Pfeile. Okay. Das ist jetzt mal ein wertvolles, echt riesig wertvolles Loot von mir. Nee, ich schieße hier nicht mehr. Das bringt überhaupt nichts. Du verballerst hier Pfeile ohne Ende. Ja. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Was ganz gut geht, ist, wenn man sich einfach außerhalb der Sichtweite und die regen sich auch wieder ab. Ja, einen Vorrat auch an Cobblestones halten und dann kann man unten reparieren, dann kann man die ganz gut im Schach halten. Das ist, bis die Nacht überstanden ist. Ja.
Workbench hat wahrscheinlich noch keiner gelernt, ne? Nee. Der war gut. Da brauchst du ja Construction Tools, einiges an Voraussetzungen. Ja. Ja, ich guck mal eben kurz. Aber ich brauche nur noch zwei. Oh, cool. Dann habe ich meine 20 Tode. Okay. Okay. 15. Das würde ja genau passen. Machen wir das nicht mal eben. Kann ich doch tatsächlich schon die Workbench lernen, das ist doch nett. Toll. Oh, Workbench gelernt. Noch 8 Punkte vergeben. Baller ich die da mal rein. Ganz mit dem würde ich mal sagen. Ups. Ah, nee, nicht ganz mit dem. Weapons mit dem. So. So, jetzt ist auch da unten Ruhe. Die holen wir uns am Tag. Die Blödsäcke. Ja. So, ich guck mal, was wir für eine Workbench brauchen. Ach du Scheiße, okay, das wird nicht reichen. Was denn? Mechanical Parts brauchen wir 20 auf jeden Fall. Und 20 Clawhammer. Der Knackpunkt. Den Clawhammer können wir uns schnell bauen, aber die Parts, ich habe jetzt erst angefangen, ein paar zu sammeln. Ach so, ja, okay, eine Wrench brauchen wir nachher auch noch. Also. Ja, ja, eine Wrench haben wir, ist kein Problem. Eine kaputte ist schon da, die können wir nehmen. Ich habe noch eine, die in Ordnung ist, mit denen wollte ich Parts sammeln. Ja. Na gut. Gleich wieder 4. Ja, das ist... Waffen. Red Moon, kein Problem. Oh, ein neuer Tag. Und das Ende einer Aufnahme. Genau. Wer will's verkünden? Ja, Schluss für dieses Mal. Schluss ist. Ciao. Ja, Schluss ist für dieses Mal. Tschö. Geht rein. Macht's gut. Tschüss. Schreiben Sie die Tür gut so. Ja, bis zum nächsten Mal.